Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom. Und ja, ich glaube, wir sind diesmal tatsächlich fündig geworden. Kleinen Augenblick mal eben. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach den verschiedenen Wundern, um die Sache komplett zu bekommen. Und ich glaube, diesmal haben wir wirklich was gefunden. Da unten, man sieht es so ein bisschen. Ja, nee, viel näher ran kann ich, glaube ich, nicht. Ich klicke da mal drauf. Baum der Harmonie. Wir nähern uns einen einsamen, friedlichen Baum, umgeben von gefallenen Mauern. Je näher wir kommen, desto ruhiger fühlen wir uns. Los! Desto ruhiger fühlen wir uns. Ich bin vollkommen entspannt heute. Ihr merkt das schon, ich bin der Entspannungsbar. Sofort erkennen wir ihn als einen der Bäume aus den sagenumwobenen idyllischen Gärten. Dieses wundersame Bauwerk der Alten würden unserem Königreich immens helfen. Wir pflücken seine Samen mit Freude, wohl wissend, dass wir den idyllischen Gärten einen Schritt näher sind. Das ist schon mal nicht verkehrt, das ist sehr gut. Dieser Moment war wunderschön und ruhespendend. Wir wussten, dass unser Königreich wahrer Größe stetig näher kam. Sehr königreich war Größe. Na egal. Auszug aus Die Wunder von Muluab, dem zweiten Chronisten. Ich kehre nach Hause zurück. Die idyllischen Gärten erforscht. Strahlt Gelassenheit aus, kennen wir blablabla, unsere Willen. Das ist geil. Ja, dieses Gebäude ist einzigartig, kann also nur einmal existieren und vertreibt sämtliche Unzufriedenheit. Egal wie, ne, was auch immer passiert und wenn unser Königreich so steht, ja, das ist vollkommen Sturz. Die Leute sind sowas von happy. Ich auch. Prost, Kaffee. So, Moment hier mal eben. Ich muss da mal ganz kurz die Lautstärke des Spiels hier für meine Ohren etwas drosseln. Die Musik ist zwar nicht schlecht, aber puh. Ausgezeichnet! So, das heißt, wir können jetzt da Dinge bauen. Moment mal eben. Erstmal gehe ich mal hier, nee, nicht Technologie, erstmal Karte. Tatsächlich. Ja, wir haben jetzt nur noch zwei Wunder. Das eine hier mit dem, ja, mit den Gärten. Ja, Baum der Harmonie, das ist weg. Sehr, sehr schön. Das hier auch irgendwie vermerkt? Nee, das glaube ich nicht. Na, genau, da sind... Moment, Auge juckt. Hier sind nur die kennengelernten Königreiche aufgeführt, die mit uns sich verbunden haben. So, das heißt, wir müssen noch Planetarium des Nomaden komplett bekommen und die große Bibliothek. Große Bibliothek. Ja. So. Wir können ein Wunder bauen. Das ist ja wunderbar. Die idyllischen Gärten. Gärten. Was habe ich? Brauch 5 Auftrieb. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, das reicht noch. So, jetzt ist die Frage, wohin damit? Ich nicht gerade klein. Moment, was? Keine Neigungsprobleme. Ein zurück, 0 nach rechts. Das schwankt ganz schön hier, wenn ich das hin und her bewege. Ja, toll. Ein zurück. Ich müsste den hier hinbekommen, um da irgendwie dann 0 zu haben. Und das würde bedeuten, ich müsste hier alles auseinander pflücken. Oh, selbst hier nach vorne. Oh, ich setze den ganzen hier vorne hin. Ich setze den hier vorne. Hier dran. Genau, da dran. Da haben wir dann überhaupt keine Probleme. Okay, nee, machen wir nicht. Wir machen das anders. Ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Ja gut, das eine zurück, das kriegen wir aber irgendwie, das kriegen wir ausgeglichen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Mein Problem sind dann mehr so, wie sieht es hier so wegetechnisch aus? Ne? Kommen wir überall noch hin, also vor allem hier ne, unsere Leute. Weil ist da alles im Weg? Was ist das Ding eigentlich? Ist ja Wahnsinn. Das sind, glaube ich, 4, ne? Ich ganz eins. Man sieht das so schlecht. Meine wären 4, dann müsste das 6 sein. Kann das sein? 6 mal 6? Oder ich mich da gerade? Egal.
Ich würde das ganz gerne hier so hinsetzen. Nur darauf aufpassen, dass ich nicht das Falsche dann nachher abreiße, weil wir müssen natürlich jetzt ein bisschen Platz schaffen. Bevor ich das mache. Moment, da ist auch noch eine Lampe im Weg. Oh je. Gut, fangen wir damit einfach mal an. Ich würde die Lampe. Nee. Ich würde die Lampe vielleicht. Warte mal, hier habe ich eine, dann setzen wir die andere doch dahin. Oder ruhig hier, so ein bisschen versetzt. Ist ja nicht schlimm. So, das heißt also hier. Weg damit. Und dann die Lampe da dran gepappt. So, okay. Das gleiche hier. Moment, jetzt nicht den Flügel abreißen. Das gibt uns ganz große Probleme. So, also. Das Teil müsste es gewesen sein. Und dann einmal die Lampe versetzt. So, sehr gut. Lampe hat einen neuen Platz. Dann würde ich ganz gerne Wege bauen. Nein, keine Wohnblöcke, wenn die dann eventuell später, aber jetzt nicht. Der Weg. Und ich würde sagen, hier auch Weg bei der Gelegenheit. So, bis dahin erstmal. Die gleiche Chance natürlich hier. So, Weg. Und hier Weg. So. Ganz vorsichtig bitten. So, dann schmeiße ich den Vogel hier mal wieder an, also das Spiel. Damit die Leute hier den Weg bauen können. Und dann muss ich schauen. Moment. Das Ganze. Wäre es beinahe passiert. Mach das mal so rum. Moment. Nee. Ich bin da nicht dran. Ah, jetzt. Müsste hier richtig sein, ne? Was macht ihr denn jetzt? Hallo? Jetzt muss doch den Weg weg, Mensch. So, eins. Nee. Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Aber es ist doch richtig. 6x6, das ist das ganze Teil. Gut. Ja. Okay. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen. Muss ich die auch umsetzen? Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich erforderlich ist, ne, aber sicher ist sicher. Ich will nicht, dass da Dinge irgendwie, ne, Wege verbauen. Deswegen ist hier so ein bisschen so die ganze Umbauaktion zum Teil. So, weiter geht's. Nein. Weiter abreißen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber. Ist halt so, wenn man hier Dinge baut. Das dauert so seine Zeit. So. Wo sind die alle? Also ganz nebenbei bemerkt. Null untätig. Mir gerade sagen, ich habe keine Kapazitäten frei fürs Bauen. Wer war das denn? Irgendwelche. Ach, habe ich da aus Versehen irgendwas angeklickt? Dickicht? Wieso? Wo sind denn hier Flieger? Moment, also 8 in 8 von 9 Fliegern. Ach, welchen dick ich denn? Allerdings auch vollkommen unnötig. Sehr seltsam. Naja. Das müssen irgendwelche Restbestände von der letzten Aufnahme gewesen sein, von denen ich nichts mehr weiß. Cool, ja, schön.
Gut, jetzt habe ich die abgezogen. Ich weiß immer noch nicht, welches Viech das sein soll. Wir haben hier unten eins, ne? Oder was ist das Leben? Ne, das ist Kohle. Das ist Kohle, die wir nicht benötigen. Rassendickicht. Dann wird es das gewesen sein. Okay. Aha, jetzt sind es 8 am Bauen. Alles klar. Manchmal. Was war das denn für eine Nummer? So. Ja, also das hier, ne, habe ich jetzt erst nur gemacht, damit das hier einheitlich ist. Ne, wir werden wahrscheinlich hier die Fläche dann vielleicht für irgendwas anderes noch brauchen. Aber so, weiter geht's. Wir waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt, bevor ich hier wieder mit komischen Dingen abgelenkt war. Warte mal, wenn ich das jetzt hier komplett abreiße, gehe dann ein. Okay, das geht nicht. Ups. Dann macht man das doch vorsichtshalber so. Auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass man das hier bestätigen muss, ne, damit man hier also nicht aus Versehen irgendwas abreißt. Das ist dann schon zum Teil ein bisschen nervig. Kann ich auch mehrere Sachen irgendwie... Nee, das geht nicht. Überlegt, ob man hier mehrere Sachen irgendwie markieren kann und damit einmal so eine Sachen wegreißen kann, aber was ist denn los? Sind wir den Weg da endlich los. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Wunder da jetzt reinsetzen können. Idyllische Gärten. Ja, wunderbar. Ich sehe hier keinen Grund, irgendwie was zu drehen. Dann mal ran. An das Gärtchen. Ja, dreh du dich mal schön. Ja, cool. Cool. Gut, das haben wir uns hauptsächlich natürlich jetzt damit beschäftigt, logischerweise. Was sein muss, muss sein. Bei der Gelegenheit, wir haben 144, also wir haben für 144 Leute haben welche Wohnungen. Das heißt, wir brauchen noch 6 weitere, um die 150 voll zu bekommen. Ja. Wo würde ich die denn am schlechtesten hinsetzen wollen? Ich könnte natürlich hier noch ein paar Sachen hinsetzen. So ist das ja nicht. Platz wäre gegeben. Frage ist natürlich, wie sieht das dann mit dem Auftrieb aus? Ja, ich mache das einfach mal. Dann ist hier die erste Folge, also ne, die Montagfolge für diese Woche erstmal so eine Baufolge. Muss auch mal sein. Machen wir das Reisen nochmal ab. Alles immer schön symmetrisch. Ja, so gehört sich das. Hier wird nicht gefugelt. Das muss hier alles seine Ordnung haben. Auf dem Bau und so. Und überhaupt. In so einem Königreich sowieso. Das ist schon mal ganz klar. So, okay. Weg damit. Dann schau ich mal. Wo habe ich da so eine Lampe? Ich setze sie mal so rum. Ja, das passt ganz gut.
sehe nichts. Ich sehe nichts. So, lese es mal so rum. Okay, gleiches Spielchen hier. Und einmal. Okay. So wie das aussieht, ich habe sogar über 150. Ha! Sehr cool. 152, da kommt noch was, 153, das heißt, wir haben jede Menge Reserve. Jetzt für 156 Leute Wohnraum, das ist schon mal was. So, wie sieht es hiermit aus? Minarett. Minarett? Nein. Was wollte ich? Strahlt Gelassenheit aus, die sämtliche Unzufriedenheiten der Einwohner vertreibt. kennt man. Also funktioniert. Hoffentlich. Wie sieht es hier aus? Jetzt haben wir 135 zufriedene. Durchweg zufriedene Leute. Ja, wir haben minus 30 Geborgenheit, da kann man noch dran arbeiten. Das ist nicht unabhängig davon. Das sollte aber machbar sein. Cool, wir sind da ein Stückchen weiter mit der ganzen Geschichte. So, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo bin ich denn überhaupt? Einen Augenblick. Ach, hier immer noch. Jo, stimmt. Also da haben wir den Baum der Harmonie, den letzten Baum, den wir benötigten, gefunden. Hier unten war soweit nichts, bis auf diese Bibliothek des Intellekts. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge oder so ausfindig gemacht. Dann würde ich vorschlagen, wir düsen hier nochmal so querbeet rüber und machen uns dann auf den Weg hierhin. Ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da so das eine oder andere übersehen habe. Ich meine, hier ja auch, ne? Immerhin die beiden Sachen da. Gut. Achso. Moment, in welche Richtung bewege ich mich gerade? Genau in die verkehrte. Du machst jetzt hier mal so eine Drehung. Um 180 Grad. Zumindest so in etwa. Und, ja. Dann würde ich sagen, wie sieht's aus? Essen haben wir genug. Wir könnten ein bisschen Wasser vertragen. Kohle ist ausreichend. Da machen wir im Augenblick zwar plus minus null. Irgendwie. Das Teil irgendwie Kohle gebraucht. Wir machen sogar ein bisschen plus. Okay, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Also, das ist in Ordnung. Ja, Auftrieb, da müssen wir ran. Obwohl, also er reicht noch. Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wir gehen hier gerade vollkommen den Bach runter. Oh, da muss ich noch einen Weg dran setzen, sehe ich gerade. Moment. Wäre jedenfalls nett, das zu tun, wenn ich das mal so hier anbiete. Was mit dem Teil haben wir gefunden. Alles gut, alles klar. Jo, sehr schön. Ich bin immer noch auf der Suche nach Wasser. Was ist das? Nur eine Siedlung. Die würde ich jetzt noch nicht in Anspruch nehmen wollen. Auch wenn wir genügend Wohnraum jetzt haben, aber ich will nicht unnötig hier schon Ressourcen verbraten, so in Richtung Nahrung und Wasser und so das übliche Problem. Ich gehe mal hier, das dauert alles zu lange im Augenblick für mich. Ich mal so ein bisschen auf Tempo. Jetzt fängt er an, auf Tempo zu machen. Erst hängt er da stundenlang rum, ist am Rumbasteln und jetzt macht er hier den Hengst. So.
seht ihr hier irgendwo Wasser? Ich nicht. Eine Quarzmine, das ist schön, aber Moment mal, brauchen wir irgendwas in der Richtung? Lehmziegel wäre nicht verkehrt. Haben wir hier zufälligerweise natürlich nicht. Wir haben hier irgendwelches Gestrüpp. Was ist das? Dickicht. Brauche ich auch nicht. Das sieht nach Kohle aus. Auch Kohle? Nee, wollte schon gerade sagen. Schmiederdickicht kann nicht sein. Goldhain zu weit weg. Goldhain? Das war irgendwas anderes. Goldhain? Wir können ja mal gucken, aber ich glaube. Kennen wir den nicht schon, gar schon? Goldhain? Moment mal eben, wo bin ich denn? Also hier kennen wir den. Wo bin ich denn hin unterwegs? Orientierung von weiß ich was irgendwie, das ist sagenhaft. Bin ja vollkommen vom Kurs abgekommen. Aber hier rumhosern, weißt du, hier von wegen, ja, bla bla bla, blu und da und hier habe ich nicht gesehen, da ist auch Wasser. Ach, nee, nee, nee. Ja gut, das hat sich jetzt ja auch gerade erledigt. Bis wir irgendwas mit Lehm gefunden haben, ist das Lager wieder voll. Gut, ich konnte die Kapazitäten ausbauen. Aber wie viel denn noch? So, was wir dringend brauchen, ist Wasser, alles andere ist mir erstmal egal. Das sind wieder nur Kohle und Holz. Immer noch zu weit weg. Ah, jetzt aber. So, dann ein bisschen Wasser nachtanken. Trifft sich gut. Folge ist auch gerade vorbei. Dann mache ich hier so offscreen so ein bisschen den Tank-Max-Matz. Und seht zu, dass wir hier mit dem Wasser einigermaßen vorankommen. Das vogelt doch ganz schön Schlagseite nach hinten irgendwie so, ne? Kann das sein? Das sieht nicht gut aus. Ich muss dagegen steuern, das sehe ich kommen. Gut. Dann müssen wir uns das einfallen lassen. Okay, Aufgaben für die nächste Folge, neben den vielen, vielen, vielen anderen Dingen, die wir tun müssen, solange ich hier den so, ne, neben den vielen, vielen anderen Dingen, die wir noch tun müssen, wie beispielsweise das letzte Königreich einbinden, gegebenenfalls halt noch die beiden anderen Wunder komplett bekommen, was vielleicht nicht verkehrt ist, und ja, schauen wir mal. Ja, aber es scheint wohl auch so zu sein, dass man die Wunder wohl nicht unbedingt braucht. So höre ich das so ein bisschen raus. Ne, das war jetzt so der Hinweis hier, ne, von wegen, ja, wenn du das da einbaust, ne, dann hast du keine Probleme mehr mit der Unzufriedenheit. Was gut ist, positiv ist, bin froh, dass wir das gefunden haben, sehr schön. Aber es scheint wohl nicht so zu sein, dass es also ein wirklicher Muss ist. Wir müssen die wohl nicht komplett haben. Ich schau mal. Ich würde vorschlagen, wir machen uns so langsam auf den Weg, so richtig Richtung Letztes Königreich. Und was ich dann noch mitnehmen kann, irgendwie so an Wundern und so, halt, das nehmen wir mit. Ich mache den Umweg hier über diese eine Geschichte, ne, wo ich, was ich jetzt vorhin noch auf der Karte gezeigt habe. Und wenn ich dann noch was, das eine oder andere entdecke, ne, ganz klar, nehme ich mit. Genauso wie bei den Untiefen, da sollte ich da noch was entdecken, halt, nehme ich auch mit. Und wenn es komplett ist, ist es schön, wenn es nicht komplett ist, ist es eben so. Okay, ich danke für euer Interesse, für euer Dabeisein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein, bedanke ich mich sehr. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute, genießt die Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.